So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Eben hat es noch geregnet, es ist Sonntag, die Straßen sind leer, Reike ist da zu Gast. Wir waren gerade unterwegs, Krypto-Lukia-Raid machen, jetzt haben wir Hunger. Ich habe da drin was gesehen, ein Scorpion-Burger. Ich habe hier damals beim Istanbul-Grill, muss mir auch mal zeigen, wir stehen hier beim Istanbul-Grill, da habe ich damals den Big Rhön-Burger getestet. Guckt euch das an, das sieht doch gut aus, ihr seht auf jeden Fall das Ei. Ist das Ei? Mhm. Wo ist denn das Ei? Das ist auf der anderen Seite, ist runtergerutscht. Findest du ein YouTuber? Ja. Den fand ich eigentlich richtig gut. Jetzt habe ich gesehen, da steht was drauf mit scharfer Soße. Scharfe Skorpionsoße. Das interessiert mich natürlich. Das heißt, wir werden jetzt den Scorpion Burger testen. Im Istanbul Grill in Meining. So, wir sitzen jetzt hier am Tisch rum. Das ist die Karte vom Istanbul Grill. Red ruhig weiter, lass dich nicht unterbrechen. Was hast du gesagt? Gut. Jonas? Guck mal Jonas an, wie er schläft in seinem Wagen. Perfekt. Jetzt muss ich mal kurz hier reingucken. Hier, Burger. Ich habe damals den Big Rhön Burger gehabt. Da blende ich nochmal eine Szene ein. Jetzt steht hier drin einfach Scorpion Burger. 2x 180 Gramm Fleisch. Sesambrötchen, scharfe Skorpionsoße. Das ist rot geschrieben, das muss was heißen. Käse, Eisberg, Tomate, Gurke, Zwiebel, Burgersoße. Was ich nicht verstehe, hier hinten ist so ein komisches Symbol. Ist das jetzt hier ein Sternzeichen? Ist das jetzt, sieht aus wie das Logo von Monster Energy. Hier gibt es auch eine Pizza Marie. Die müsst ihr eigentlich die Marie mal probieren und gucken, wie Marie schmeckt. Da ist, oh, die ist sogar mit Salami, mit Jalapenos, mit Knoblauch, scharf. Hier unten ist was für Pupsi. Da steht nämlich Pizza Uschi. Mit Dönerfleisch, Spinat, Zwiebeln, Tzatziki, Spezialsoße. Oben drüber deutsche Flagge, also Pizza deutsche Flagge. Fiona, Ben, Mozart, Van Gogh, Rossan, Titanic. Also ihr habt richtig interessante Pizza-Variationen und Pizzanamen hier drin. So, der Burger ist jetzt angekommen. Der Skorpion-Burger. Der Herr kam gerade noch mit dem Burger und hat gesagt, aber Vorsicht, der ist wirklich sehr scharf. Dann hat er mir erzählt, das ist der Skorpion. Es gibt noch einen schärferen, den Tiger. Und es gibt noch eine Vorstufe, den Krebs. Der Tiger soll 2 Millionen Scoville haben und der Skorpion, jetzt haben wir es wieder, und der Skorpion soll stolze 1 Million immer noch auf die Waage bringen. 1 Million Scoville bei so einem normalen Burger beim Dönermann. Da bin ich jetzt mega gespannt. Wir können mal das Brötchen hier abnehmen. Wie gesagt, Vorsicht, da ist Skorpionsoße drauf. Ich weiß ja nicht, dass das hier Mad Dog Scorpion Dings ist oder irgendwas. Ihr seht hier das Fleisch, ihr seht, wie es dampft. Wenn man das Fleisch hochnimmt, sieht man hier Käse, schön. Es dampft noch mehr Käse. Wenn man das hier runternehmen, habt ihr hier unten noch mal schön Tomaten drauf und Zwiebeln und Jalapenos und auch wie so eine Spezialsoße. Und da ist auch noch mal scharfes Pulver drauf. Also das hätte ich nicht gedacht, nach dem ganz normalen Rhön-Burger, den wir hier schon mal hatten, dass du hier jetzt auf einmal so ein heftiges Teil findest mit angeblich 1 Million Scoville. Er hat auch gesagt, selbst den Tiger-Burger hat bisher einer nur geschafft oder so und hat geweint. Und das weckt ja direkt das Interesse. Also da muss ich mal schauen, ob ich da durchkomme. Aber erstmal den, ich muss mal meine Hände kurz zaubern dann. So, da ist er jetzt, das Skorpion-Burger mit angeblich 1 Million Scoville. Pupsi hat mit der Gabel mal ganz kurz in die Soße getunkt, probiert, hat gesagt, oh, es ist scharf gleich. Nur die Soße alleine. Den versuchen wir jetzt zu essen und zu überleben. Bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich versuche den jetzt auch einfach in die Hand zu nehmen und irgendwie dann reinzubeißen. So, ja, guckt euch das an. So ein Brocken. Ich merke auf jeden Fall die Sesamkörner auf dem Burger. Das hat irgendwie eine leicht fruchtige Komponente auch. Das erinnert mich ein bisschen an Lecho. Eine Lecho-Komponente. Ich merke ein leichtes Witzeln. Wir beißen noch mal rein. Vielleicht haben wir keine gute Stelle erwischt. Jetzt habe ich deutlich die Jalapeno geschmeckt, die ganz unten hängt. Die hat immer so ein klein bisschen Essiggeschmack auch dabei.
nochmal Schärfe, die ein bisschen anheizt. Also geschmacklich finde ich es auf jeden Fall schon mal 1A. Ist auch nicht zu trocken, ist saftig. Hier tropft auch immer zu was raus. Vielleicht ist das, wenn man nur die Soße probiert, knallt die rein, aber die Soße verteilt auf dem Burger mit dem ganzen Fleisch und den ganzen anderen Zutaten, hält man das einfach gut aus. Also ich bin jetzt begeistert gerade, dass das ein richtig toller Burger ist. Ich wollte mir eigentlich erst den Chili-Burger bestellen oder den XXL Maxi-Chili-Burger mit irgendwas, aber die sind ja trotzdem nicht wirklich scharf. Der Chili-Burger heißt ja meistens nur, da ist Jalapeno drauf und das war's. Hier, das ist für mich ein Chili-Burger gerade und deswegen feiere ich den und würde ich sogar nochmal essen. Aber wenn das 1 Million ist, dann muss ich für die 2 Millionen nochmal wiederkommen und den, wie hieß der andere jetzt? Tiger, genau. Den Tiger Burger testen. Der steht nicht mal in der Karte. Noch nicht, hat er gesagt. In der Mitte hier zieht es nochmal ein bisschen an. Aber wird auch einfach nochmal mega saftig. Nochmal mehr Geschmack. Unten kommt jetzt auch noch das scharfe Pulver hinzu. Und irgendwie hat es jetzt so einen Touch Sambal Oleg. Dieses leicht essigartige mit Salz gemischt. Diese Paprikapaste Sambal Oleg kennt man vielleicht. So, ich glaube, da wird nicht mehr viel passieren. Pupsi möchte sich aber mal ein Stück abschneiden. Sie legt ihn mal ab, sie kann mal kurz probieren. Und dann erstmal den Rest noch auf. So, der Burger ist weg, der Teller ist leer, Jonas ist da. Hallo Jonas! Guckt euch den Teller an, der Teller ist leer, aufgegessen, alles. Alles, was runtergefallen ist, wurde auch noch gegessen. Pupsi hat ja noch mal probiert, hat dann gleich einen Schluck getrunken, noch mal hat gesagt, das ist wie bei Samyang-Nudeln, mal eine Gabel vielleicht okay, aber man kann nicht ein ganzes Ding essen, das ist dann zu viel. Ich fand es, wie gesagt, mega lecker. Und der Herr kam auch noch mal an, hat noch mal geguckt. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich das richtig toll fand. 2 Scheiben Fleisch, dann der Käse überall dabei. Unten nochmal hier extra Pulver drauf, oben die Soße drauf. Jalapenos unten mit reingepackt. Also, dass das aber 1 Million Scoville haben soll, das geht nicht in meinen Kopf rein. Jetzt wäre ich bereit, auf jeden Fall für den Tiger, weil der Tiger ja der schärfere sein müsste mit 2. Also die Reihenfolge ist ja eigentlich sinnvoll. Ein Krebs, dann ein Skorpion und dann ein Tiger, weil ein Krebs macht nichts, ein Skorpion ist halt gefährlich, wenn er dich sticht, aber der Tiger, der zerfleischt dich komplett. Und da hat er aber gesagt, für den, wenn man den essen will, muss man extra unterschreiben. Und dass es halt einer geschafft hat und einer ist halt kurz davor gescheitert oder so. So viele haben das auch noch nicht probiert. Es steht ja auch nicht auf der Karte drauf. Das heißt, ich fand es lecker, ich würde den auch auf jeden Fall noch mal essen. Ich fand ihn richtig gut, richtig wunderbar. Wenn ihr hier in der Nähe seid, geht mal her, Istanbul Grill, holt euch mal so einen Skorpion-Burger, probiert den selber. Ich habe ein Ziel, ich möchte den Tiger in mir erwecken irgendwann, nach einer Unterschrift, aber dafür müssen wir extra noch mal her. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Jonas. Hier ist noch mal ein Finger. Jonas, Jonas.